Ja, guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor unserem Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg. Für Sie hier oben auf dem Podium als Gesprächspartner unser Cheftrainer Jens Keller und unser Vorstand Sport und Kommunikation und auch Manager Horst Held. Damit sind alle Formalien von meiner Seite erledigt. Bitte schön Ihre Fragen an Jens Keller oder Horst Held. Der große Schlamann fängt an. Herr Held, die UEFA hat den Einspruch ihren Einspruch abgelehnt. Wie haben Sie das Ganze gestern aufgefasst? Ich habe es auch mitbekommen. Es galt ja im Prinzip für uns auch als Verantwortliche, da eine Rechtsposition zu bekommen, eine Rechtssicherheit vor allen Dingen auch zu haben. Dafür sind wir verantwortlich. Dürfen uns da selbst auch nicht angreifbar machen. Die UEFA hat entschieden und wir respektieren das Urteil. Und was wir ja ohnehin schon auch im Hinspiel probiert haben, die sportlich zu schlagen, das werden wir jetzt auch im Rückspiel versuchen hinzubekommen halt. Aber jetzt haben wir die Rechtssicherheit, dass alles in Ordnung ist und somit ist es auch in Ordnung. Nochmal eine Nachfrage, Herr Großschlamer. Wie war so die Reaktion aus der Türkei, als Sie auch den Einspruch haben Sie ja relativ früh Galatasaray mitgeteilt? Man hat zumindest gehört, dass natürlich das Umfeld, die Fans, die Medien so ein bisschen böse reagiert haben. Wie hat der Verein sich gegenüber Schalke da verhalten oder haben Sie da ein bisschen was mitbekommen? Ja, absolut korrekt. Sie wissen auch, dass wir da nur 24 Stunden Zeit dafür gehabt haben nach dem Spiel, der Einspruch einzulegen. Also, kennen natürlich auch die Statuten, von daher waren sie eigentlich, weil wir das ja auch zeitgleich sie informiert haben, auch respektvoll sie informiert haben und sie haben das natürlich nicht wohltuend akzeptiert. Trotz alledem haben sie war das für die auch ein normaler Vorgang wie gesagt, jetzt ist alles geklärt und somit ist es auch gut so. Also Sie glauben jetzt nicht, dass Sie mit besonders viel Schaum vorm Mund dann hier beim Rückspiel auflaufen, oder? Die Verantwortlichen, die spielen noch gar nicht. Die können ja die Spiele heiß machen. Ja, das werden wir auch schaffen. Alles klar. Peter Müller dann hier vorne. Herr Keller, fürchten Sie, dass Roman Neustädter am Samstag fehlen wird? Und wenn ja, wie löst man das Problem, wenn der andere eigentlich vorgesehene Sechser dann Rechtsverteidiger spielen muss? Sind Sie nicht auf dem Laufenden, sehen Sie? Roman Neustädter war heute da, der eigentliche andere Rechts- oder Sechser, der hat heute gefehlt. Also Roman Neustädter war heute im Training und Marco Höger musste heute mit einer leichten Erkältung passen. Aber ich hoffe, dass er morgen wieder da ist. Und wie gesagt, Roman Neustädter war heute schon im Training. Heiko Buschmann. Herr Keller, können Sie uns noch mehr zum Personal verraten? Wie sieht es mit Christian Fuchs aus? Ich bin auch nicht auf dem Laufenden, war auch nicht beim Training, deswegen wollen wir die PK nutzen. Wie sieht es mit Christian Fuchs aus? Christoph Moritz sollte eventuell ins Training einsteigen. Ja, Christian Fuchs ist diese Woche wieder ausgestiegen. Am Dienstag früh hat er mitgemacht, Dienstagnachmittag war es wieder schlechter. Und seitdem war er nicht mehr auf dem Trainingsplatz. Also da muss man jetzt auch mal abwarten. Ich gehe nicht davon aus, dass er am Samstag im Kader sein wird oder zur Verfügung steht. Christoph Moritz, so wie es aussieht, wird ab nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Ja, und alle anderen sind immer noch, ist der aktuelle oder der gleiche Stand wie letzte Woche. Bis auf Marco Höger, der heute, wie gesagt, wegen leichter Erkältung gefehlt hat. Ihr Großschlamer? Ich weiß, dass wir das Thema vor 2 oder 3 Wochen schon mal hatten. Ich habe aber am Samstag den Kyriakos Papadopoulos gesehen. Der ist, ja, ich würde mal sagen, relativ sportlich die Treppe runtergekommen. Heißt natürlich nichts, aber wie weit ist das bei ihm? Kann er irgendwann auch schon mal zumindest leichte Einheiten auf dem Platz machen, Laufeinheiten oder so? Also es wirkt jetzt zumindest von außen nicht so, als wenn er jetzt bei den Bewegungen große Schmerzen gehabt hätte. Ja, aber Leistungssport ist nochmal ein bisschen was anderes, wie im normalen Alltag spazieren zu gehen oder eine Treppe hoch und runter zu laufen. Und er ist jetzt schon auf dem Platz. Er ist, glaube ich, seit dieser Woche schon 2 oder 3 Mal locker 20 Minuten gelaufen. Also so weit ist er, aber es ist natürlich noch überhaupt nicht an Mannschaftstraining zu denken. Heiko Buschmann. Wie sehr interessieren Sie sich für Statistik? Schalke hat in Wolfsburg meist schlecht ausgesehen, fast katastrophale Auswärtsbilanz. Interessiert Sie das? Geht das in Ihre Vorbereitung aufs Spiel ein? Nein, überhaupt gar nicht. Mich interessiert das, was die Mannschaft arbeitet auf dem Platz und Statistiken, die sind da für die Statistiker, aber nicht für mich als Trainer. Peter Müller.
VfL Wolfsburg hat oft zwei Gesichter gezeigt. Wie schätzen Sie diese Mannschaft ein? Ja, sie stehen sicherlich nicht dort, wo sie hin wollten. Und von der Qualität der Mannschaft stehen sie auf dem Platz auch nicht richtig. Ich denke, sie haben schon enorme Qualität. Aber auch da lief einiges schief in dieser Runde. Aber sie haben sich jetzt, glaube ich, mit dem neuen Trainer auch ein bisschen gefangen, sind konstanter. Sie spielen auch etwas anders. Sie probieren früher zu stören, aggressiver zu spielen. Und von dem her ist es schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Uwe Dietz. Daniel Keller, doch nochmal eine Frage zu einem anderen Personal, hier beim Affelei, über den haben wir lange nicht gesprochen, auch nichts gehört. Der Herr Held hat schon mal gesprochen, habe ich gelesen. Aber wie ist denn sein Gesundheitszustand zurzeit? Also, er befindet sich ja nach wie vor in der Reha und die ist abgestimmt mit unseren Physiotherapeuten und unserem Arzt halt. Der pendelt da zwischen den Niederlanden und Barcelona. Und natürlich hoffen wir, dass er diese Saison nochmal zum Einsatz kommt. Ich glaube auch grundsätzlich, dass er da gute Fortschritte macht. Ob das jetzt im März sein wird oder im April, das muss man dann nochmal abwarten. Jens Reinke. Oh, Uwe, war es eine Anschlussfrage? Dann einmal kurz und dann Jens. Aber es ist schon so, dass Sie sich wünschen würden, dass er vielleicht auch mal zur Behandlung oder zum Mannschaftsarzt eher geht und sich mal häufiger hier auf Schalke blicken lässt? Wir haben das damals schon im Trainingslager in Doha entschieden, dass der Prozess so läuft, dass er die Reha in den Niederlanden macht und wie gesagt aber auch wichtig abgestimmt mit unserem Arzt, der da jederzeit ein Feedback bekommt und auch unsere Physiotherapeuten bekommen da ein Feedback jederzeit. Natürlich ist doch klar, dass ich mir auch mal wünsche, dass er dann halt auch mal zu den Heimspielen kommt. Er hat das ja jetzt auch eine Stellungnahme dazu abgegeben, die dann verständlich ist. Und trotz alledem hätte ich mir natürlich, oder würde ich mir wünschen, wenn auch ein verletzter Spieler unsere Mannschaft unterstützt. Das bleibt dabei, ja, dass ich das gut finden würde. Jens Reinke. Herr Held, haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum er sich so abnabelt und den Kontakt gar nicht mehr sucht? Ja, er hat ja eine Stellungnahme abgegeben, dass es im Prinzip für ihn, dass es ihm das schon zu schaffen macht, dass er halt im Prinzip der Mannschaft nicht helfen kann, dass er nicht auf dem Platz steht und die Mannschaft dann spielen sehen muss und er selbst nicht tätig sein kann. Es gibt natürlich viele Spieler, die damit dann halt auch tatsächlich ein Problem haben und das dann emotional nicht so richtig auf die Reihe bekommen und dann eher sich da auch, würde ich mal sagen, so ein bisschen einschließen oder zurückziehen und dann erst wieder erscheinen wollen, wenn sie auch zu 100% fit sind. Das gibt es dann schon mal öfters. Aber er hilft uns halt auch durch seine Anwesenheit und deswegen ist es halt einfach auch so, mit einer verbalen Unterstützung, die wir natürlich halt auch gut gebrauchen können, ist es, da liegt ja das Thema, was für mich wichtig ist. Und trotz alledem kommt das immer mal wieder vor, dass ein Spieler, die langzeitverletzt sind, halt dann auch sich im Prinzip ein bisschen abkapseln und abnabeln, halt, um halt einfach nicht ständig damit konfrontiert werden zu werden, dass sie auch gerne spielen würden wollen, aber nicht können. Das tut ihm halt auch besonders weh, so wie er das dann halt auch erklärt und war schon mal auf dem Weg, hat dann wieder die Autobahn verlassen und hat es dann wieder abgebrochen, ist wieder zurückgefahren, halt, weil er halt einfach damit ein großes Problem hat, dass er dann halt einfach nicht eingreifen kann und zusehen muss, wie andere spielen und er nicht. Jens Reinke. Aber stimmt, was ich gelesen habe, dass Sie den Eindruck haben, dass er nicht dass die Saison hinaus in Schalke bleiben möchte? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Also von daher kann ich jetzt nur von dem Stand aus gehen, so wie es vereinbart ist, dass er bis zum 30.06. unter Vertrag ist und dann zurück nach Barcelona geht.
Uwe Dietz? Hey, was können Sie denn aus der großen, weiten Welt der Gerüchteküche bestätigen? Felipe Santana, habe ich gehört, ist hier im Gespräch. Sie suchen einen neuen Torwart. Was ist da dran? Ich weiß nicht, das müssen Sie die Leute, die Gerüchteküche dann fragen. Ich gehöre nicht zu der Gerüchteküche und zu Spielern, die eventuell im nächsten Jahr unter Vertrag stehen. Das sind Themen, die wir uns dann damit beschäftigen, wenn es dann auch soweit ist. Aber bestätigen möchte ich eigentlich keine Namen. Jens Geinke? Wenn Sie schon keine Namen bestätigen, vielleicht können Sie mal die Dimension beschreiben. In welcher Dimension soll das im Sommer vonstatten gehen? Wie viele Positionen wollen Sie verstärken? Das kann ich auch nicht, die Dimension kann ich auch nicht beschreiben oder bestätigen. Das hängt natürlich auch in erster Linie erstmal von unserem Saisonverlauf ab und dann, wie immer, ist dann eine Transferperiode, dann halt auch stattfindet, eventuelle Abgänge, die natürlich da auch mit verbunden sind und das muss man einfach abwarten, da kann man eigentlich auch noch nicht viel dazu sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Dirk Schlamann? Wie dramatisch oder nicht dramatisch wäre ein Nichterreichen der Champions League aus finanzieller Sicht für den FC Schalke? Wären Sie gezwungen, wenn man nicht in der Champions League spielt, vielleicht auch Spieler zu verkaufen? Also wie sieht die finanzielle Lage da aus? Ich habe es schon öfters mal gesagt, es ist natürlich ganz klar, dass wir weiter den Weg der Konsolidierung fortfahren wollen. Und eine Einnahme in der Champions League ist eine andere als eine Nichtteilnahme. Das heißt also, natürlich lässt es sich dann halt auch leichter damit, den Weg weiter fortzufahren, den wir uns da fest vorgenommen haben, was ja sehr, sehr wichtig ist für den Verein und auch für viele Fans sehr, sehr wichtig ist, dass wir diesen Weg fortführen und die Verbindlichkeiten abbauen. Und das kann man natürlich halt in erster Linie halt auch mit Extra-Einnahmen, die so nicht eingeplant sind. Das ist eine Champions League-Teilnahme, da kann man das meiste Geld verdienen und da lässt sich dann natürlich auch vieles da miteinander verbinden. Wir werden in der nächsten Saison definitiv wieder Fußball spielen, werden auch eine gute Mannschaft stellen und wir haben auch die finanziellen Möglichkeiten, auch die Wirtschaftskraft, eine gute Mannschaft zu stellen. Jetzt sind wir vielleicht im zweiten Drittel der Saison oder fast im letzten Drittel der Saison und trotz alledem gibt es noch viele Möglichkeiten, tatsächlich dann auch einen Platz zu definieren und den sollten wir dann auch nochmal abwarten, wo wir am 34. Spieltag stehen und dann kann man auch sicherlich detailliertere Aussagen dazu machen. Ob ich die dann auch mache, ist wieder was anderes. Entschuldigung, erst hinten auf dem Podium war erst die Meldung Erik Munin und dann Jens Geinke. Herr Keller, zwei Fragen. Zum einen, mit welchen Zielen, Erwartungen gehen Sie jetzt in das Spiel gegen Wolfsburg? Und dann haben Sie ja selbst mal in Wolfsburg gespielt. Sind da noch irgendwelche Drähte vorhanden? Verbinden Sie noch irgendwelche Emotionen mit so einem Wiedertreffen? Ja, für mich damals war das schon eine besondere Zeit. Ich habe so ein bisschen die Tradition mit eingeläutet damals. Wir sind aufgestiegen, das erste Mal in die Bundesliga mit der Mannschaft. Aber der Verein hat sich natürlich komplett gewandelt. Da sind keine Leute mehr in der Verantwortung, die noch zu meiner Zeit da waren. Spieler sowieso nicht mehr. Der ein oder andere ist im Umfeld des Vereins noch. Aber es war schon für mich eine tolle, erfolgreiche Zeit, keine Frage. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat sich komplett gewandelt und neues Stadion, neues Gelände dort. Also da habe ich nicht mehr allzu viel Bezug. Und wir fahren natürlich dahin, um zu punkten. Wir wollen den Trend, den wir jetzt im Moment haben, natürlich fortsetzen und wollen da eine gute Leistung abrufen. Und wie gesagt, die Dinge, die wir die letzten Spiele umgesetzt haben, wollen wir auch da wieder sehen und fahren dahin, um zu punkten. Jens Geinke? Held, ich muss nochmal nachfragen. Normalerweise spricht man ja so Neuverpflichtungen auch mit dem Trainer ab. Jetzt wissen zumindest wir nicht, wer nächste Saison hier Trainer sein wird. Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen. Wie geht das vonstatten zurzeit, wenn man Spieler sucht oder wie machen Sie das? Ich spreche die mit Jens ab. Ist doch klar. Wir planen die nächste Saison und wir tauschen uns da aus. Und wir machen uns natürlich ein tagtägliches Bild, der Jens mehr als ich, über den vorhandenen Kader und besprechen gemeinsam, wie der Kader in der nächsten Saison aussieht, genauso wie wir nicht nur eine Kaderplanung machen, sondern auch wie wir eine Saisonvorbereitung gemeinsam planen.
Hier groß Schlabern, gar kein Problem. Und dann einen habe ich noch. Herr Held, Sie hatten uns in Katar mal gesagt, dass Sie für Ende Februar, Anfang März planen, sich auch mal mit Hüb Stevens auseinanderzusetzen. Inwiefern und wenn überhaupt er Lust hätte, in irgendwelcher Form auch immer Job auf Schalke zu übernehmen. Hat es so ein Gespräch schon gegeben und wenn ja, was ist dabei rausgekommen? Nein, ein Gespräch hat es noch nicht gegeben, aber es findet jetzt im März ein Termin statt. So ist es vereinbart. Was sich bis dahin tut bei Hüb Stevens, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe das auch gelesen, dass es eventuell Gerüchte oder Kontakte gibt. Und natürlich ist das auch eine Entscheidung in erster Linie, die Hüb Stevens dann treffen wird oder trifft. Unberührt bleibt trotzdem unser vereinbarter Termin. Und dann gucken wir mal, wie sich bis dahin vielleicht was entwickelt hat oder wie die Situation dann halt auch das bis dahin ist, das kann ich ja nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall einen Termin vereinbart und der findet jetzt im März statt. Ralf Wilhelm, hier vorne, ja. Herr Keller, die nächsten Aufgaben sind durchaus anspruchsvoll. In Wolfsburg, dann kommt Dortmund, dann kommt Gala. Ist die Mannschaft bereit für diesen Härtetest oder hätten Sie gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um Sie darauf vorzubereiten? Ich fand die letzten Aufgaben auch nicht so einfach, die wir hatten in Mainz gegen Bayern, in Galatasaray. Also ich denke, auch da haben wir schon Hochkaräter oder auch Mannschaften gehabt, wo es nicht so einfach war. Und so geht es jetzt weiter. In der Bundesliga gibt es keine einfachen Mannschaften zu spielen. Das haben wir jetzt auch in der Vergangenheit gesehen. Und deshalb arbeiten wir auf jedes Spiel genauso weiterhin, wie wir es bisher auch getan haben.